Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Half-Life 2. Ich befinde mich hier gerade noch mitten im Kampf, denn wir haben das jetzt mal hier aufgehört und ich bin Game Over gegangen sozusagen. Aber ich habe mich hier schon ein bisschen durchgekämpft gerade und Alex hat gerade gesagt, dass sie jetzt vorbeikommt anscheinend. Gerade, ah, da ist sie ja. Ja. Sorry, ich habe eigentlich nur in der Ecke gecampt. Du hättest wohl Hilfe gebraucht. Jetzt bleibe ich aber bei dir. Alles gut. Lass uns Mossman suchen. Ich kann euch kurz mal meine Taktik mitteilen. Und zwar, ich glaube, ich habe das Game auch ein bisschen gebreakt damit. Ich habe mich in diese Ecke verschanzt, habe alle drei Geschütztürme hier aufgebaut, habe darin einfach nur gewartet 5 Minuten. Dann kam nur noch eine Welle an Soldaten, weil die ganze Zeit kamen keine. Die sind irgendwie nicht zu mir gekommen. Und dann meinte Alex so, ich lasse das jetzt sein, ich komme jetzt zu dir. Ja, das war eigentlich ganz cool. Also, an jeden, der hier Game Over gegangen ist und keinen Bock mehr drauf hat, einfach in diese Ecke verschanzen und warten, bis es vorbei ist. Denn ich denke, das geht tatsächlich nicht darum, dass irgendwie eine gewisse Anzahl an Gegnern getötet werden müssen, sondern dass eine Zeit abläuft. Und ja, kann man anscheinend Game Breaken einfach. Ist zwar dann ein bisschen Bug Abuse, aber naja, was soll's, ne? Mal kann man das machen. Oh, das ist ein langer Gang. Freue mich nicht darauf, was hier kommen wird. Natürlich ist ja auch noch Stromausfall, ne? Wer kennt's nicht? Ah, nett. Okay, gut. Gott, Alex, pass ein bisschen auf dich auf. Habt ihr es gesehen? Die Granate ist weggeflogen, weil ich auf die geschossen habe. Oder beziehungsweise auf ihn geschossen habe und dadurch ist sie nach hinten geflogen. Das war cool. Ah, ich vergesse immer, dass Gitterstäbe ja nicht wirklich davor helfen, dass man nicht getroffen wird. Die sind komplett unnütz. In dem Fall. Die können, glaube ich, gar nicht mal so gut im Dunkeln gucken, dafür, dass die wahrscheinlich integrierte Nachtsicht haben. Naja. Auf jeden Fall gut, dass sie so eine Flares geworfen haben. Das ist ganz gut. Okay, keine Heilung? Alex, kommst du, oder? Okay. Hier ist aber Heilung. Und hier ist auch direkt wieder so eine aufbaubare Mauer. Und die ist schon sehr im Gebäude drin. Toll, noch eine Sicherheitsstation. Ja. Okay, Mossman, wo bist du? Wo? Das würde ich auch mal gern wissen, wo die ist. Hab sie. Dann sag mal an. Hab dich jetzt. Ist sie da drin? Jetzt mach hin, Gordon. Wir wollen sie nicht warten lassen. Ja, ja. Wird wohl darin nicht verhungern. Okay, also ist sie hier drin. Bin ich ja mal gespannt, was sie jetzt zu sagen hat. Herr Mossman? Ah ne, hier ist sie doch noch nicht. Ach, come on. Okay. Hab genug Combine-Soldiers umgebracht. Ah, da ist sie ja. Wenn die wüsste. Lass mich mit ihr reden, Gordon. Vielleicht kommen wir nur mit ihr raus. Ja, müssen sie halt als Geisel nehmen wahrscheinlich, ne? Hallo? Gott sei Dank ist jemand... Alex? Gordon, wie seid ihr hier reingekommen? Wir wissen alles über dich. Was? Du warst die ganze Zeit Spion der Combine. Wovon redest du? Verdammt! Weg da, Mossman. Wir kommen rein. Hoffentlich hat die keine versteckte Waffe jetzt. Ich wollte nur deinen Vater schützen. Ruhe. Sicherlich. Sei froh, dass du uns noch nützen kannst. Wir polen den Teleporter um und verschwinden sofort von hier. Siehst du, wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich habe den Modulator schon für ein Zen-Relais programmiert. Sie stahlen Dads Arbeit. Es ist auch meine Arbeit. Ich musste Dr. Breen außerdem zeigen, dass dein Vater unersetzlich war zum weiteren Fortführen dieser Forschung. Das ist jetzt genug Blödsinn. Dagon, das Dad, ich hole ihn jetzt rein. Ihr habt Eli? An dir lag's nicht. Einfach die Koordinaten für Dr. Kleiners Labor angeben und dann los. Gott, die kommen hier, glaube ich, gleich rein. Teleporter-Plattform, aber wir sind ausgesperrt. Ich kümmere mich drum. Ah, nett, dass es hier noch einen Gang gibt. Das ist sehr vorteilhaft. Ich hätte sonst schon gefragt, wie wir hier wegkommen. Das sieht mir doch schon wieder aus, als ob wir... Nee, die können wir tatsächlich nicht mehr rausholen hier. Naja, hä? War Alex nicht gerade noch im Raum? Du hast damit gearbeitet? Wie lange? Wow. Bis jetzt noch nicht. Ich wusste jedoch, was ich zu erwarten hatte. Aber hallo. Ich war eine ziemliche Betrügerin, ne?
Die Combine nutzen ein eigenes Impulsnetzwerk mit sehr langer Startzeit. Das Aufladen dauert ziemlich lange. Schön vorgeglüht für uns. Gut. Gerade rechtzeitig. Na, dann mal sehen. Dad, hier unten! Hat leider etwas gedauert. Ist trotzdem alles okay? Denk nicht an mich, mein Schatz. Judith, wie ich sehe, bist du frei? Eigentlich nicht. Eli, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Richtige Sorgen. So große Sorgen, dass sie sich dazu entschieden hat, uns zu betrügen. Als ich gedacht hätte. Schnell, Dr. Mossman. Ja, die strapaziert es doch extra raus. Das ist doch kein Tastengetippe gerade. Kleiner. Ja, Alex, wo bist du? Wir sind in Nova Prospect und führen die Zen-Emulation zum ersten Mal durch. Sind Sie bereit für uns? Fertig, bereit und voll aktiviert. Gut. Mein Vater geht zuerst durch. Er ist bereit für... Was denn das? Tja. Und das muss wieder runter. Ach, die kommt da jetzt auch mit rein? Stopp! Tja, wird jetzt schwierig sein, deinen Vater wieder zu bekommen, Alex. Ja, ich hasse Mossman auch. Schrecklich. Alte Kackschlotze. Oh Gott. Dr. Kleiner, halten Sie sie auf. Soll ich aufhalten? Oh Mann, was für Koordinaten sind das? Wo hat sie ihn hingebracht? Die kommen gleich durch, auf jeden Fall. Muss das Portal zurücksetzen. Ja, ich verschaffe da mal ein bisschen Zeit, denke ich. Wo kommen die denn durch? Kommen die durch den Eingang, wo wir auch reingekommen sind, oder? Wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Aktivier die Türme. Ja, mache ich. Warte. Komm schon. Einer hier hin. Oh Gott. Ne, die kommen da auch hinten auf jeden Fall durch. Ich stell den hier so schräg hin. Oh Gott, oh Gott. Die haben... Ich bin ein bisschen nervös. Die kommen von allen Seiten, oder? Kann das sein? Also da sind auf jeden Fall schon welche durch jetzt. Oh Gott. Und kein Schuss trifft. Bessere Voraussetzungen kann man nicht haben. Komm schon. Schnell wieder aufstellen. Komm schon. Schnell. So, wo kommen sie als nächstes her? Ach, okay, da kümmert sich das Geschütz noch drum. Sehr gut. Also muss ich erstmal nur das hier im Blick behalten. Ey, das ist so dumm, dass sie die einfach umkippen können. Dann stelle ich die mal jetzt ein bisschen weiter weg. So. Warum auch immer das Teil hier schießt. Ach so, deswegen. Oh. Gut zu wissen. Okay, gerade arbeiten die, leisten die eigentlich eine ganz gute Arbeit. Fühle ich mich ziemlich sicher. Noch. Ah, die kommen auch von da. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, das Geschütz da hinten nützt also auch was. Kann ich ein bisschen entspannen. Okay, ja, siehst du. Das nochmal. Das wird wohl klappen. Ja, aber Mossman, ne, das merkt man schon von Anfang an, dass die irgendwie so den Villain-Arc gehen möchte. Die ist schon immer extrem unsympathisch. Ich fand's übrigens wieder lustig, wie Alex Dad gesagt hat. Dad! Die hätten es echt nicht so deutsch einsprechen müssen. Aber na gut. Ich habe auch noch nie einen Deutschen sagen hören zu seinem Vater Dad. Mann, das dauert ja ewig. Ja, es dauert ein bisschen. Aber entspann dich. Gerade läuft's ja noch. Ja. Ich habe nur noch eine Munition, eine Patrone für die Shotgun. Das ist nicht gut. Werde ich jetzt einnutzen. Die werde ich jetzt nutzen. Aber die Geschütze, die leisten eine gute Arbeit. Das ist sehr gut. Mhm. Oh Gott. Das war knapp. Das wird einfach. Das geht immer eine Oktave höher gerade, dieses Gerät. Gleich wird es sich einfach in einem Bereich befinden, wo ich es nicht mehr hören kann in der Frequenz. Das würde noch ein bisschen dauern.
Ich sag ja. Okay, und wo lang? Wo lang denn? Okay, Doc, Ziel erfasst. Ah, wir sollen da rein jetzt. Es geht wieder zu kleiner. Auf jetzt, Gordon. Rein da. Ich bin drin. Aber wir passen da gerade so rein. Oh, da kommen die richtig krassen. Gut, dass wir weg sind. Schaut euch die mal an. Worauf schießen die jetzt überhaupt noch? Die nehmen den Laden einfach komplett auseinander, weil die wütend sind. Moment. Aber schön, gleich sind wir wieder bei kleiner. Das wäre auch, das war auch wieder nötig. Huiuiui. Fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Aber wo ist Dr. Kleiner? Ja, das frage ich mich auch gerade. Haben wir mit dem jetzt Plätze getauscht? Dr. Kleiner, wir müssen raus. Ah. Alex? Gordon? Meine Güte, wie seid ihr hierher gekommen und wann? Was ist los? Meine Liebe, ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Alles gut, hier sind wir. Ich hatte Angst, dass wir es auch nicht schaffen. Der Teleporter ging wohl gerade hoch. Schrotflinte gleich mitgenommen. Ganz recht. Die Erschütterungen konnte man meilenweit spüren, aber das war vor einer Woche. Was soll das heißen? Gordon und ich waren doch gerade noch dort. Faszinierend. Unser Teleporter ein Zeitsprung. Ist dann sehr langsam. Das ermöglicht uns ja einen völlig neuen Ansatz. Aha. Das ist interessant. Also nicht nur Teleportation, sondern auch Zeitsprung. Eine ganze Menge, meine Liebe. Die Aktion bei Nova Prospect wurde als Signal zu Beginn des Aufstands verstanden. Aber was ist mit Vater? Nun, es sieht nicht gut aus. Laut den Vortigons ist er in der Zitadelle eingesperrt. Wir holen meinen Vater raus. Barney führt einen Vorstoß mit genau diesem Ziel an. Wie läuft's? Und noch jemand kam vor einigen Tagen hier an. Doc, hast's geschafft. Doc! Bravo, Doc. Oh. Schön, dass wir ihn wiedersehen. Es besteht noch Hoffnung. Optimist möchte ich auch sein, Doktor. Ja, ich auch. Kann ich mich anschließen? Ja, Barney, und ich bin nicht mehr allein. Wie cool er da steht. Alex und Gordon sind gerade angekommen. Oh Mann, gute Nachrichten. Ich habe euch schon aufgegeben. Wir wollen eine Basis für einen Angriff auf die Zitadelle einrichten. Gordon und Doc kommen zu dir. Ich möchte Dr. Kleiner erst in Sicherheit bringen. Dann treffen wir uns. Jede Hilfe ist willkommen. Verdammt, Kopf runter! Geh zu, mach weiter! Klassischer Barney. Gordon, hast ihn gehört. Wir sehen uns, sobald ich mich um Dr. Kleiner gekümmert habe. Einen Moment. Ich muss Lamar mitnehmen. Oh nein. Sie nur wieder. Oh nee. Vergiss doch mal Lamar. Ich verstehe zwar, dass man ein Haustier nicht verlieren möchte, aber es ist Lamar. Das ist eine Headcrab. Das ist, als wenn du heulen würdest, dass du eine Spinne verloren hast oder eine Zecke. Okay. Aber echt interessant. Hier ist, das heißt ja wirklich, wir haben den Zeitsprung von der Woche gemacht anscheinend. Hier sieht alles schon sehr barrikadiert aus. Es gibt nur eine Heli. Find's cool, wer den Finger immer hebt. Der schwört auf Professionalität. Hier ist noch ein bisschen Munition. Ah, da könnt ihr doch Lamar mitnehmen in der Box. Na, Doc? Bist bereit, ein paar Leute umzubringen? Ah, ich find Doc super. So cool. Ja. Soll ich da runterspringen? Ah, ja. Ach ja. Okay, endlich einen Begleiter. Aber auch mal einen richtig coolen und nicht einer, der direkt stirbt, wenn er zwei Kugeln abbekommt. Weil Doc, ich kann euch sagen, Doc hält einiges aus. Und der kann dann auch wie ein Baseball wegwerfen. Zumindest hat er das in Episode 1 getan. Da bin ich auch mal gespannt. Also Episode 1 werde ich auch sicherlich irgendwann mal let's playen. Natürlich nicht nach Half-Life 2 direkt, aber irgendwann wird es sicherlich kommen. Och nö. Ich wollte doch gerade sagen, dieses Wackeln der Stromkabel, das kommt mir doch bekannt vor. Lag richtig. Zeig's denen! Oh, das ist so cool. Sprich das an. Doc ist einfach super. Underrated Character. Oh Gott. Ne, pass auf, Doc. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Raketenwerfer wenig auf dieser Masse bringt. Aber seht ihr, was ich meine? Doc hat einfach gerade einen Panzer lahmgelegt. Und den in den Laden reingeworfen. Ich meine, der Typ ist badass.
Der ist krass. Was hat er jetzt gemacht? Hm, naja. Okay, wo geht's als nächstes lang? Doc, wo müssen wir lang? Kannst du... Der kann selbst die Tür abreißen. Schaut euch den mal an. Dankeschön. Macht er dich wieder zu? Oh Gott. Das wird jetzt unangenehm. Naja, er löst das schon alleine. Ich gehe schon mal weiter. Alter! Das will ich eigentlich sehen. Aber es lädt nicht mehr. Nein! Oh, das hat sicher so cool ausgesehen. Mist. Aber ja, wir sind hier gerade wieder, sollte einem bekannt vorkommen. Wir sind hier nämlich gerade wieder in diesem Anfangsbereich, ne, wo wir ja, ist ja klar, wir waren ja gerade bei Kleiners Labor, daher gibt es ja auch nur Sinn, wenn wir jetzt hier sind. Oh, habt ihr das gesehen? Da war wieder G-Man. Was ein Zufall, dass ich genau dann da hingeguckt habe. Interessant. Auf den habe ich gar nicht mehr geachtet. Den sollten wir aber ein oder andere Mal wieder sehen hier. Also das ein oder andere Mal wird er noch auftauchen hier. Werdet ihr schon nostalgisch? Wir waren hier mal vor über 20 Folgen. Genauso sein vor 23, 22 Folgen, so um den Dreh. Technisch gesehen vor 22 war heute. Das sollte die 23. sein, oder? Keine Ahnung. Ihr werdet sicherlich wissen. Hallo. Gordon Freeman, es wurde auch Zeit. Mhm. Ich bin aber eigentlich nur hier, um mit dem Ding hier zu spielen. Also, du kannst schon mal weitergehen. Ich hab hier meinen Spaß. Ich helfe euch nicht mehr. Das wäre eine coole Aktion. Durchaus. Ja. Grob genommen, City 17. Hier haben wir es wieder. Diesmal müssen wir nicht die Leiter nehmen. Diesmal wurde tatsächlich hier... Gebäudekomplex auch schon eingestürzt. Hat nicht so gut gehalten. Ja, die reißen die Teile hier auch schon ab. Ja, das ist gut. Das ist eine schöne Rebellion, die hier formen. Das gefällt mir. Gegen Breen und sonst alles andere, was der anführt. Einheit, was? Das geht? Gute Idee, Dr. Freeman. Oh, die kommen jetzt mit. Aber wo ist Doc jetzt hin? Nein. Wo ist er? Aber voll cool, dass wir die jetzt mitnehmen können. Das wusste ich gar nicht mehr. Oh, da ist er ja. Ah, ne, doch nicht. Das sind Metro-Cops. Oh. Die habe ich nicht vermisst. Obwohl die sehr angenehm sind gegenüber Combine Soldiers. Dann doch lieber die, ne? Hier sind gerade aber auch eine Menge Ladezeiten wieder. Aber es ist natürlich auch sehr viel, was hier geladen werden muss, ne? Also. Die erinnert mich an so Teile, die ich in der Kindheit hatte, die man so umgeknickt hat und dann hat man die auf den Boden gelegt und dann sind die nach so einigen Sekunden sind die dann losgegangen. Die waren cool. Natürlich kann man die nicht so auslösen, ne? Warum sollte das auch gehen? Jetzt geht's. Doch nicht! Oh Gott, die Teile sind echt ein bisschen angsteinflößend. So, jetzt. Geht mal weg. Wie? Die Teile sind echt... Was? Okay, wie mache ich das am besten? Wie wär's, wenn ihr da runter geht? Wäre doch eine Idee, oder? Vor mir? Au. 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 Ja, die Teile sind sehr gefährlich. Ich weiß nicht, wie man da runterkommen soll. Soll ich mir eine kleine Brücke bauen hier? Das wäre eine Idee, ne? Ja, durchaus eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ob ich da genug Platz für habe hier. Nö. Eindeutig nicht. Hä, wie komme ich denn hier am besten rüber? Habt ihr einen Plan? Nix geht mehr. Los geht's! Ihr wollt da auch nicht runter, ne? Verständlich. Ah, die Teile können wir vom... Ja, das habe ich vergessen. Wir können die Teile absaugen dort. Nicht die Hüpfer, Dr. Freeman. Ja, nein, alles gut. Ich entschärfe die gerade. Kein Problem. Ich kümmere mich da gerade drum. Wenn die Hüpfer ausgegraben werden, ohne hochzugehen, kann man sie überall neu legen. Ja, du, ist mir gerade nicht egal. Ich will die erstmal generell loswerden. So, schön. Au. Wenn ich die jetzt einfach wieder auf den Boden lege, dann gehen die nicht bei mir los. Ja, okay. Mal sehen, ob ich das zu meinem Nutz, für mich nutzen werde. Hm.
Ich mach mal das gleiche, was ich in Folge 1 getan habe. Oh Gott, was ist denn da passiert gerade? Das war gerade richtiger Prop-Schieberei. Okay, ich höre hier schon wieder so eine Teile. Ein bisschen Munition. Aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wieder in City 17 zu sein, weil ich mag nämlich die Gegend einfach hier. Das ist so richtig... Ist halt eine Stadt, ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Oh, da kommt gerade ein Medic. Das ist cool. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, hier gehen wir beim nächsten Mal weiter und mal schauen, was uns hier erwarten würde. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Half-Life 2. Habt noch einen wunderschönen halben Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.